Jazz. Normalerweise sind wir vier oder fünf, heute sind wir nur zu zwei, deswegen haben wir ein bisschen noch prominente Unterstützung und so einen Kasten mitgebracht. Der Kasten, das ist ein Sampler. Da habe ich prominente Persönlichkeiten eingepackt und spiele die dann ab. Und es wird jetzt ein bisschen rumgedickt und laut. Ich hoffe, ihr haltet es aus, aber es ist aber nicht an. Und es geht um einen Satz. Ich finde, der bringt eigentlich alles Stuttgart 21-mäßig auf den Punkt. Der stammt sogar von Rüdiger Grube selbst. Den kennt ihr ja alle, dieser dämliche Spruch mit dem Cash in the Tash is the name of the game. Das kennt ihr ja, seitdem gibt es ja auch dieses The. Ist ja bei der Deutschen Bundesbahn. Thank you for traveling with Deutsche Bahn. Das hat quasi der Grube eingeführt. The. TH ist gestrichen. Und wir streichen das auch. Und mir ist aufgefallen, dass dieses Cash in the Dash in the name of the game, das ist so ein Marschrhythmus. Cash in the Dash in the name of the game. Das ist super gut. Und das ist Wahnsinn. Das peitscht ein. Das brauchen die Leute, damit sie wissen, worum es geht. Und Kohle und nichts anderes. Jetzt geht es ja bei dem Projekt. Und weil es ein bisschen stumpf ist, dieser Rhythmus, ja, dieser Marschrhythmus ist sehr stumpf. Deswegen habe ich gedacht, wir machen das als 7/8. Das geht dann so. Cash in the dash is the name of the game. Cash in the dash is the name of the game. Cash in the dash is the name of the game. Und ich spiele jetzt ein bisschen, okay? Also die erste Ansage macht ein prominentes Regierungsmitglied. Der Bürgerkrieg. Der Bürgerkrieg. Wir stehen hier auf dem Platz, wo die Verantwortlichen von Stuttgart 21 rücksichtslos versuchen, Fakten zu schaffen. Mit Baggern und Abrissbirne soll in den nächsten Monaten ein Milliardengrab geschaufelt und Stuttgart 21 unumkehrbar gemacht werden. Nach allem, was ich bislang weiß, hat die Polizei nicht mit einem gezielten
Rechte der Stadt gewissenhaft zu wahren, die Wohnungen und Einwohner nach Kräften zu fördern. Und Thorsten Grill, der Hälfte oder so, und mit uns als Jazz.